Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Es ist jetzt auch schon Zeit, Spitzkohl zu ernten. Und weil die Schnecken kommen schon langsam an mein Kohl dran, deswegen habe ich gedacht, die schönste werde ich jetzt schon ernten und ein bisschen aus denen Sauerkraut machen. Dieses Sauerkraut wird nicht für Winter gemacht, sondern für jetzt verspeisen. Die erste Kohl und gleich fermentieren lassen und die genießen. Oh, was gibt's da noch Besseres? Und das geht wirklich sehr schnell. Wir brauchen Kohl, dass wir schöner aussehen und auch schmackhafter, brauchen wir Möhren. Nicht viel Möhren. Das reicht wirklich so für einen Kopf eine Möhren. Habe ich jetzt zwei Möhren vorbereitet. Dann brauchen wir Loverblatt, Pfefferkörner, Salz, nicht iodierte Salz, Gefäß, wo ihr das reinmacht. Ich mache es jetzt in Gläser, weil dann, jetzt ist es so warm, kann ich richtig schön in den Kühlschrank stellen. Dann bleibt es alles schön kühl und wird nicht so schnell sauer und dann kann man das schön essen. Und dann natürlich Schüssel, Messer oder wenn ihr habt auch so eine Kohlreibe, das ist auch schön und was zum Stampfen. So, geht es los. So, erstmal Kohl sauber machen, eine schlechte Blätter befreien und dann am besten auch abwiegen, dass wir wissen, wie viel Salz werden wir es nehmen. Und pro 1 Kilo Kohl brauchen wir zwischen 20 und 25 Gramm Salz. So, werden wir jetzt wiegen. So, plus minus habe ich hier gerade nur 800 Gramm und hier 1320. Insgesamt habe ich nur 2 Kilo Kohl. So, erstmal werden wir die fein schneiden. Mit dem Messer, dann nimmt man so und einfach so schnell schneidet. Wenn ihr ein bisschen mehr habt von Kohl, dann natürlich besser so eine Reibe nehmen und mit dem Reibe schneiden. Dann geht es noch schneller. Einmal durchgezogen, drei Messer lang. Und dann habt ihr so was Feines. Ich schnippel erstmal mein Kohl. Fertig. So, ich habe jetzt erstmal nur 1 Kilo klein geschnitten und jetzt machen wir noch Möhren, weil der Schüssel ist nicht so groß und dann ist es bequemer mit 1 Kilo. Geben wir auch dazu. Dann 20 Gramm Salz. Und werden wir erstmal das ein bisschen kneten. Spitzkohl ist ziemlich weichere Kohl und gibt ziemlich schnell Saft. Deswegen nicht so stark kneten wie diese ganz normale Weißkohl. Ich mache so was wie mit dem Teig. Von unten nach oben und so drücken. Der Kohl fühlt sich schon richtig feucht an. Und jetzt füllen wir es in ein Glas stapeln. Ich nehme so ein, es ist 1,7 Liter hier. Ganz unten geht jetzt ein Loverblatt und ein paar Pfefferkörner. Und dann geht den Kohl rein. So. Erstmal nur ein bisschen und dann wird gestampft. Und dann kommt das weiter. Und wieder gestampft. Und so weiter machen wir, bis das unser Glas voll wird oder wenn unsere Kohl ist alle. In die Mitte des Glases kann man nochmal ein paar Pfefferkörner reinmachen. Und auch ein Loverblatt. Und ordentlich stampfen. So, wir können schon sogar sehen, dass hier im Glas
schon Saft wird. Ich hoffe, könnt ihr das sehen. Schaut, wenn ich das drauf drücke. So, stelle an die Seite und mache die nächste Kilo. So, meine Lieben, habe ich meine 2 Kilo Kohl reingepackt in diese 2 Gläser. Schaut, wie viel Saft hat schon Kohl gelassen. Immer wieder nur durch das Festdrücken. Kein Wasser hier reinmachen oder sonst was. Hier auch. Hier kommt noch ein bisschen mehr. Aber steht schon oben drauf und das ist gut. Jetzt brauchen wir noch oben zu bedecken. Oder kann man so Kohlblatt nehmen. Ich habe mir oberste Kohlblätter aufgehoben, an die Seite gestellt. Und jetzt werde ich die oben drauf machen. Dann habe ich noch so ein Fermentierbedeckung und den Deckel. Den Deckel mache ich nicht richtig fest. Ich lasse ihn nur so leicht. Wenn es wird gären und hochkommen, dass die Flüssigkeit kann runterkommen und dass mir den Deckel nicht hochgeht. Und so lasse ich die ersten 2, 3, sogar 3 Tage, dass die Gärgase rauskommen. Und dadurch wird unser Kohl viel leckerer. Und jeden Tag gehe ich nochmal an meine Gläser und steche durch den Kohl so eine Löcher, dass die Gärgase von unten rauskommen können. So, 1 und hier können wir auch noch ein Stückchen Kohl drauflegen und das drauf und fertig. Nicht fest, einfach nur so. Und lasse ich erstmal bei Zimmertemperatur 2, 3 Tage stehen und dann kann man das in den Kühlschrank machen. Und wenn ihr in den Kühlschrank macht, dann könnt ihr auch schon fester drücken. Und die erste so 2 Tage im Kühlschrank würde ich auch den Teller drunter auch lassen, im Fall, wenn er einmal durch wird, nachgegärt und euch den Kühlschrank nicht versaut. So, es sind jetzt 2 Tage vergangen. Schaut, wie schön schäumt es. Es gärt richtig gut. Und wenn ich jetzt mit den Stäbchen so runtergehe, seht ihr, wie kommen die Bläschen nach oben. Die Gärgase gehen raus. Und weil wir jetzt fahren für ein paar Tage weg, dann stelle ich schon heute meine Gläser im Kühlschrank. Und da können die ein paar Tage im Kühlschrank weiter nachgären. Und wenn wir dann zurück sind, dann zeige ich euch dann Ergebnis von unserem Kohl. Er muss aber noch ein bisschen. So, es sind heute jetzt 5 Tage, seitdem wir unsere Kohl angelegt haben. Sind wir jetzt nach Hause gekommen und ganze diese Tage unser Kohl stand im Kühlschrank, ohne irgendwelche Wärme sozusagen gegärt. Es hat wahrscheinlich etwas geschäumt, weil sieht man sogar oben hier kleinere Kohlparteien. So, nehme ich meinen Drucker, dann hier noch ein Blatt an die Seite. Und dann holen wir uns jetzt ein bisschen Kohl und probieren, wie die schmeckt. Schaut. So, erstmal zur Probe. So wie die jetzt ist, einfach perfekt. Die Säure schon genug, es muss die gar nicht noch saurer sein. Jetzt ist sie wirklich angenehm im Geschmack und die hat schon richtig kräftige Säure. Jetzt kann man die ein bisschen verfeinern mit Petersilie, Schnittlauch oder einfach so ein Zwiebelchen reinschneiden in kleine Würfelchen und obendrauf so Olivenöl und genießen. Schmeckt wunderbar lecker. Besonders jetzt zum Beispiel zum Abendbrot das machen, wenn man einfach Brote, Wurst und Käse macht und so einen Sauerkrautsalat. So, liebe Freunde, ich hoffe, es wird euch das gefallen und einer oder die andere wird das nachmachen und mir einen Kommentar schreiben, wie es euch geschmeckt. Für Daumen hoch, vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!